Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom. Wir sind hier wieder bei Satisfactory Thorium City. Das letzte Mal sind wir hier angekommen in unserem neuen Domizil. Und wir wollen hier mal nach dem anfänglichen Start hier, ein bisschen chaotischem Start hier, mal gucken, dass wir voranschreiten können schlussendlich. Denn ich habe ja hier mal den Miner angeschlossen. Es wird hier mal Material produziert. Der ist noch nicht in Betrieb. Wir müssen mal gucken. Haben wir denn hier genügend Strom? Wir haben noch genügend Strom. Wir können noch so einen bauen. Aber mir fehlen versteckte Eisenplatten. Und natürlich fehlen auch noch die Kabel. Für die Feldforschung. Das heißt, da möchte ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir haben nämlich sonst alles, außer die Kabel. Dann machen wir halt mal ganz kurz ein paar versteckte Eisenplatten noch händisch. Machen wir gleich 10 Stück. Dann haben wir mal wieder ein paar vorübergehend, so dass wir mal ein paar Konstruktoren herstellen können. So, passt mal. Jetzt gucken wir zuerst mal an, dass wir das hier hinten, den Kupfer, hinbekommen, weil der ist ja nicht in Betrieb. Ich habe auch die Taschenlampe an, noch sehr schön. Also Konstruktor, wo haben wir da einen? Ich setze jetzt den einfach mal wild hierher. Mir fehlt noch Draht. Ach, schön! Und ich bin immer noch verwirrt, weil wir hatten doch darüben 3. Ich habe schon 3 gesetzt. Okay. Können wir da Kabel machen? Ja, können wir. Dann machen wir noch schnell welche. Wunderbar. Genau. Und auch hier Draht könnten wir auch herstellen, händisch. Aber muss es denn immer händisch sein? So. Konstruktor. So, jetzt passt es mal. Setz den jetzt einfach mal hierher. Und gleich angeschlossen hier. Zack. Und Strom gönnen wir dem Kollegen hier auch. Der soll jetzt einfach mal kurz. Moment. Moment. Das geht doch gar nicht. Wir müssen doch zuerst noch einen Schmelzofen haben. Wieder was. Ah, ja. Herrlich. Herrlich. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Kabel hier. Ein paar Stück. Zum Glück haben wir die Rohstoffe noch. Immerhin das. So, das sollte jetzt vorerst mal reichen, hoffe ich endlich. Ansonsten mache ich mal, ich brauche einen Schmelzofen, ich brauche einen Konstruktor. Brauchen wir 2. Mach gleich 2. Wir brauchen Förderband, das ist okay. Splitter. Nein. So. Und jetzt sehen wir auch gleich rechts die To-Do-Liste. Wir haben jetzt alles für das, was wir bauen möchten, hinten. So, das heißt, ich baue jetzt zuerst mal den Schmelzofen hierher. Wo ist er? Hier. Das nehmen wir nochmal kurz weg. So, Schmelzofen hier. Kann ich ja gleich auch hier oben stellen. So. Einfach mal gesetzt, dass er gesetzt ist. Nö. Da schmeiß das schon mal rein. Von meiner Seite. Dann nehmen wir hier mal ein Band dazu. Strom. Ebenfalls. So, dann produziert der Kollege mal. Und wir bauen nun mal. Wo machen wir die denn? Ja, hier rastet er nicht, aber wir können hier gleich mal 2 machen.
Und dann noch einen Splitter. Denn ich glaube nämlich, hier kriegen wir 120 raus, der 30. Da könnten wir diverse von denen noch herstellen, aber wir müssen gucken wegen Strom. Ich nehme an, das ist zu knapp. Nee, geht sogar noch. Splitten wir das Ganze hier mal. Was ist der Eingang? Ich denke, das ist jetzt zu nah. Boden zu steil. Ja, aber zu nah. Also dann 5 machen wir mal hier. 3. So, und dann Schmelzer hier. Ich weiß, wir können noch mehr basteln, aber vorerst muss es das mal kurz reichen. Oh nein. Ich weiß, das sieht im Moment ganz schwierig aus. Ja, spannend. So, du machst mal Kupfer. Du machst Kupfer und hier schmeiß ich mal was rein. Hier schmeiß ich mal was rein, so. Und dann kann der nämlich wieder weg. Den verbinden mit dem. Den mit dem. Dann machst du mal Draht. Und du machst ebenfalls Draht. Die haben aber noch keinen Strom. Mal gucken, mach ganz kurz. Ja, reicht. Und einmal angeschlossen und zweimal angeschlossen. Und dass die hier mal voranschreiten, ohne dass ich die ganze Zeit gucken muss. Stelle ich hier noch kein Lager hin. Mit einem Fusionator davor. So. So, dass hier einfach mal das Ganze zum Start kommt. Kupferbahnen kommen nicht, weil die keinen Strom haben. Sehr schön. Da habe ich noch 2 Platz. Na? Hä? Oh, ich habe kein Kabel mehr. Das gibt's doch nicht. Ja, der Start. Hä? So, das nehmen wir noch mit hier. Vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen von Hand craften, dass das Ganze am Anfang hier mal zum Start kommt. So. So wie es ausschaut, müssen wir das sogar noch machen, wie es ausschaut. Geht jetzt zum Glück noch relativ schnell. Zum Glück, aber wir wollen das Ganze automatisiert haben. So, jetzt mal Stopp. Ich glaube, jetzt soll es aber gehen, oder? Nein, ich brauche Kabel, nicht Draht. Meine Güte. So. Das machen wir jetzt noch ganz kurz durch. Weil da drüben brauche ich auch wieder Kabel. Und dann haben wir das mal vorerst
Hinten die da mal angeschlossen, die Kollegen da hinten. Zwei. So. Und jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Der ist fleißig am Produzieren. Der macht. Der macht sehr schön. Wunderbar. Und hier kommt das Zeug jetzt endlich an. Und auch raus. Sehr schön. Sehr schön. Da drüben kommt es jetzt auch. Und da ist natürlich noch leer. Perfekt. Und hier kriegen wir unser Beton raus. Schnapp ich mir schon mal. Können wir nämlich auch weiterbauen. Ich guck mal kurz rein. Ich seht, ja, wir brauchen 300 Schrauben. Ich brauche Eisenplatten, 100 Stück. Und da gucken wir jetzt mal, was habe ich hier? Eisenplatten. Nehme ich jetzt mal so raus. Dann baut der nämlich weiter hier. Und ich baue hier mal ein paar Foundations. Mit R-Modus, Baumodus könnt ihr, wie gesagt, hier längere Flächen ziehen. Oder auch vertikal. Oder halt Standard, einer nach dem anderen. Wir bauen es jetzt einfach mal kurz ein bisschen größer hier, dass wir mal ein bisschen mehr Platz kriegen. So, ups. Wir werden das hier natürlich alles dann hier oben noch platzieren. Gut, also jetzt haben wir hier, der macht Platten. Na? Und was macht er hier drüben? Der macht Stangen. Und natürlich überall noch keine Container dran. Und bevor wir da groß irgendwie was bauen, gucken wir jetzt mal, dass wir das Ganze jetzt hier mal ein bisschen in schön hinbekommen. Haben wir hier 120. Das heißt, ich könnte 4 von denen bauen. Müssten wir theoretisch fast, wenn wir das Ganze richtig ausgelastet haben möchten. Nein. Also den. Liegt mir denn hier hingesetzt? Theoretisch ja. Praktisch vermutlich nein. Wegen dem Förderband. So, jetzt gucken wir mal an, was hier kommt. So. Und auch hier haben wir auch noch Eisen, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben hier jede Menge Eisen, das ist gut. Und ich glaube, der kommt uns da schön in den Weg, ja, das ist klar. Also nehmen wir das mal kurz weg hier. Ups. Und den setzen wir hier auch nochmal ran. So, und dann würde ich sagen, können wir noch einen setzen hier? Setze ich jetzt einfach mal hierher. Was das? Mhm. Und jetzt fehlt mir Material. Verstärkte Eisenplatten fehlen auch. Perfekt. So.
können wir tatsächlich noch was machen. Sehr gut. Müssen wir gleich auch wieder ein paar Stück machen hier. Die bauen wir jetzt ja auch aus Platten und Schrauben. Aber so, dass man die ganzen Produkte hier, die Standardprodukte hier, Eisenplatten und Stangen und Schrauben, dass man die mal automatisiert hinbekommen. Ich habe noch 9, ne? Machen wir gleich mal durch. Es wird an den Platten scheitern, ne? Aber ist okay. So, mit der mittleren Maustaste kann ich hier das Produkt wählen, was ich klonen möchte. Och nein. Nein. Ich brauche normale Eisenplatten. Sehr schön. Also da schmeiße ich jetzt mal Eisenplatten hier und das mal rein. Dann haben wir hier ebenfalls. Habe ich hier noch was zum Reinschmeißen? Ich habe keine Eisenbahn mehr. Ha? Nee. Dann da könnte ich aber noch Eisenbahn und das reinschmeißen und bei dem dasselbe. So, dann habe ich nämlich mein Eisen auch wieder weg. Und jetzt mal kurz gucken. Logistik. Der liefert 60. Liefert 60, ja. Was bedeutet, dass wir von diesen 120 gar nicht alles abschöpfen können. Der Engpass wird hier sein, aber wir nehmen jetzt nämlich das hier weg. Und dann mal ganz fix. Und auch hier 5 haben einen Splitter. Und ich komme von da rein. 3. Hab ich den jetzt falsch gesetzt? Natürlich, ja. So, 3. Den hier angeschlossen. Na. Den Part kriegen wir schöner hin, ne? Schön durch den Strommast. Perfekt. Und dann brauche ich nun Strom. Von hier nach. Wo setzen wir den? Mal mittig hier. So, und ich glaube, der muss auch noch angeschlossen werden. Entschuldigung. Das heißt, dann werde ich das hier mal abbauen. Warum kommt da nichts? Strom haben wir noch. Also, der ist voll. Der ist voll. Und vermutlich auch der. Nein, der ist nicht voll, weil der keinen Strom hat. Nee.
Na? Und dann mit dem verbunden. Und der mit dem verbunden. Und der wird mit dem verbunden. Dann haben wir hier mal drei Stück, die jetzt in Betrieb sind. Und da habe ich noch kein Produkt ausgewählt, vermutlich, genau. Ach, ach, da brauche ich ja Stangen dazu. Sehr schön. Ja, dann machst du mir halt auch mal Stangen. Produkt, na, Rezept, Stangen. So. Platten werden jetzt generiert hier, sehr schön. Hier Stangen und hier auch noch Stangen. Der macht nichts mehr, weil da nichts mehr kommt. Hat der noch Strom? Das bauen wir jetzt mal ab. Und den bauen wir auch mal ab. Perfekt. Und den auch. Dann haben wir hier wieder mal ein bisschen Fläche. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Vorerst. Und da müssen wir ganz kurz gucken, dass ich hier... Ja, vermutlich ein bisschen ganz wirr gebaut hier. Wenn wir hier drüben dann Strom machen wollen. Ich guck mal kurz rein. Wie sieht es denn aus? Ja, wir haben noch genug. Perfekt. Und hier hinten. Sehr schön. Also wir haben einiges an Blättern gesammelt. Das ist natürlich praktisch. Aber hier ist es langsam leer. Gut. Was machen wir? Ich sehe schon, das ist, der Abstand ist viel zu groß. Nimmt das ein bisschen zu viel Platz weg hier. Und hier könnten wir nämlich auch noch Schrauben draus basteln. So, den setze ich jetzt mal her. Vielleicht müssen wir das komplett nochmal überarbeiten, diese Geschichte hier. Warum ist der rot? Keines rot da. Ja, das haben wir absolut zu chaotisch gebastelt, ja. Aber wir hatten auch keinen Platz. Jetzt haben wir den Platz. Nicht runterfallen. So. Da würde ich nämlich sagen, müssen wir das Ganze nochmal umbauen. Nein. Ah, schön, schön, schön. Oder wir setzen einfach das Ding weg. Geht auch. Ne, ich möchte das eigentlich mal da lassen. Das bedeutet, ich müsste theoretisch das ganze Konstrukt irgendwie nach vorn bauen. So in die Richtung. Ich muss das mal kurz anschauen. Wie gesagt, das hier ist im Moment absolut noch Chaos. Was ich aber mal mache hier, bevor wir da alles wieder abreißen, mal einen Container hin. Wo ist da? Alles nur Leben am Limit. Raus da. Kriegen wir das nicht schöner hin? Sollte eigentlich gehen, ne?
Na? Ist das der? Nein, ich glaube der, ja. So. Also, dann wird hier mal durchproduziert. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Aua. Warum hier hinten keine Produktion stattfindet. Warum ist der Kollege rot hier? Der hat tatsächlich keinen Strom. So. Und der hier hinten hat auch irgendein Problem. Was hast du für ein Problem? Ja, wir haben pausiert hier. So. Wir können nämlich die hier auch mal produzieren. Wir machen Eisenbarren. Ich würde sagen, wir setzen die beide mal auf Platten um. Die hier nur Platten machen. So. Und dann kommt hier mal beides rein. Ha? So weit, so gut. Also. Und dann würde ich eben sagen, dass wir das ganze Gedöns hier mal drehen. In erster Linie. Moment, wir sind vermutlich hier zu nah. Setz da mal hierher, vielleicht passt das. Also, wir holen noch ganz kurz hier ein paar Eisenplatten. Haben jetzt zum Glück jetzt ein bisschen was am Start. Und wie gesagt, das kommt jetzt nochmal weg. Auch das kommt nochmal weg hier. Und das bauen wir jetzt mal ganz kurz neu auf. Dass wir gleich direkt zu den Schrauben kommen. Also, das heißt, ich nehme das kurz weg, den nehme ich weg. Und dann gleich den. Da gehen wir, ich weiß nicht, ob das zu eng ist, das ist zu eng, ja. Ich mache den jetzt einmal mittig. Wir hätten natürlich hier hinten auch jede Menge Platz. Dass wir in die Seite rausbauen. Da eine und da eine und dann gleich direkt. Ich weiß jetzt nicht genau die Rezeptmenge, die wir brauchen. Ja, das tut jetzt weh. Autsch. Also, du machst Stangen. Eisenbahn 15, der liefert 30. Hier dasselbe. Na, na. Und du machst Schrauben. Der braucht, bringt 10, ne? So, kriegen wir das Fleisch hier nochmal ran. Und mir fehlt, was fehlt mir? Draht. Boah, krasse Sonne. So, wie schaut es denn aus? Wir haben ein bisschen was an Kabeln, Draht. Das ist mal nicht schlecht. Dann könnten wir... Ne, Schrauben habe ich noch keine. Aber ich könnte basteln, Also, ich brauche hier mal kurz Draht. Ein bisschen was. Machen wir mal kurz auf 50 Stück.
So. Das machen wir hier mal einfach direkt Verbindung. So, und das hier. Werden wir jetzt mal hier splitten. Man kommt irgendwo hier. Ah, kurz Break. Entschuldigung, da bin ich wieder zurück. Also, ich komme hier nicht mal auf diesen Splitter hoch. Es ist ein Krampf. Ich möchte das Exoskelett. Kriege ich den noch ein bisschen weiter rüber gesetzt? 5. Oha. Oha, wir haben keinen Strom mehr. Oder nicht? Doch, es läuft noch. Warum? Es war eine Produktion, die sich schon kurz ausgestellt hat, vermutlich. So, und der hier. Schmeiß ich mal ganz kurz rein. Na? Da rein und da rein. Die machen wir jetzt die Eisenstangen. Und hier machen wir jetzt mal Schrauben. Das ist schon eingestellt. Sehr schön. Und dann gönnen wir uns noch ein bisschen Strom. Na? Wo gehen wir am besten lang? Ich würde sagen, hier rein. Ah, von da geht's hoch. Sehr schön. Einmal hier und einmal da. Starten wir mal diese Produktion. Ja, das war wohl zu viel. Das war wohl zu viel. Moment, nein, der kommt noch mal weg. Ach, come on. Und auch hier gleich in die Mitte rein. Ja, das wollte ich wiederum nicht. Eins, kriege ich denn hier gesetzt, das ist schön dazwischen. Und so, also jetzt habe ich eigentlich das rechts mal komplett verbunden. Und ich nehme an, brauche ich eigentlich keine Musik mehr. Musik ist weg, Entschuldigung. So, da ist sie wieder. So, also wir hatten eine kurze Überlast. 80. 88. Mhm. Das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal einen weiteren Biogenerator. Biomassegenerator. So, dann habe ich. Ich nehme das mal kurz raus hier. Auch das nehme ich raus. Upsi. Und das. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Masse. Wir haben jetzt 4, hä? Ein. Nein, okay. Machen wir es gleich mal so. Den Rest schmeiße ich noch wieder rein. Und dann du 200. Du 200. Und ihr beiden 200. Dann habe ich überall gleich viel Stoff drin. Weil brauchen wir jetzt so viel. Dann machen wir noch einen.
Ach nee, der ist nicht verbunden. Ja, egal. Dann machen wir hier ebenfalls auch noch ein. Und dann verbinden wir die Geschichte hier gleich auch mal. Ich würde sagen, von hier und nach da. Und theoretisch könnten wir hier noch ein bisschen Strom hinsetzen für den nächsten. Was wir denn hierher setzen? Ja, aber könnten wir. Der ist auch voll und der auch. Aber jetzt müsste es gehen. Und wir haben jetzt 130. Also wir haben jetzt wieder genug, dass die ganze Produktion hier vorne läuft. Die hier. Ups. Jawohl, Schrauben werden produziert. Rauskommen 40. So. Na. Und hier auch mal noch so. Dann machen wir hier noch zwei Container, weil die Förderbänder liefern uns ja nur 30. Entschuldigung, 60. Und mir fehlen Eisenplatten. So, und da habe ich jetzt ein bisschen Eisenplatten drin. Sehr schön. Ich könnte aber auch mal die Stangen mal abgeben da drüben. Hast du mal 200 und du mal 200. So, da können die mal fleißig produzieren. Sehr schön. Und jetzt hier noch ein. Und das wird gleich verbunden. Zack. Zack. Sehr schön. Dann läuft das schon mal, eh? Dann läuft das schon mal. Schlussendlich. Klar, wird alles noch schön gemacht hier. Weil im Moment ist alles noch Kraut und Rüben. Aber ich glaube, theoretisch müssten wir es jetzt eigentlich haben für den nächsten Meilenstein. Die Feldforschung. Jawohl. Ich habe schon genug in der Tasche hier, ne? Sehe ich gerade. Aber ich fülle hier gleich auch mal auf. So. Denn das machen wir jetzt gleich noch. Und das. Aber ich habe zu wenig Schrauben. Sehr schön. Zum Glück machen wir jetzt ja Schrauben. Schrauben war ja das Problem, ne? Also da noch 52 und da vermutlich ähnlich viel. Haben wir 263. Super. Ja, und das gleiche Prinzip könnten wir hier natürlich auch machen noch. Weil der Brenner hier läuft ja aktuell noch nicht. Ja, das Strom ist durch den Weg. So, dann habe ich einen Splitter. Einmal da rein. Einmal da rein. Und dann. Sieht soweit gut aus. Und auch hier machen wir vorerst mal Eisenstangen. Und da drüben machen wir ebenfalls nochmal Schrauben. So. Passt. So, jetzt müssen wir gucken, kriegen wir das? Was brauchen die denn? 4
Megawatt, es werden 12 Megawatt mehr als jetzt und, ja, wie gesagt, das machen wir noch kurz anders. Sieht nicht geil aus. Aber das setzen wir nun hierher. Perfekt. Und das kommt dann hier. Ja, das ist ein bisschen doof. Auch gleich hier in die Mitte. Sehr schön. Also, dann machen wir dasselbe Spielchen hier auch noch. Na, guck, jetzt haben wir die nötigen Schrauben. Haben wir viele Eisenplatten. Sehr schön, perfekt. Also, ich würde sagen, da können wir endlich die Forschung anstoßen. Das bringt uns nämlich ein weiteres Material, Produkte. So, wir gucken mal ganz kurz nach oben. So, Feldforschung ist erreicht. Mit dem können wir neue Technologien, Gegenstände und Gebäude erforschen. Tschüss. Das heißt nämlich, wir haben jetzt hier eine Aufbewahrungsbox. Die kennen wir ja schon. Das ist ähnlich wie diese hier. Wir haben jetzt das MAM. Das werde ich jetzt auch gleich bauen. So rum. So, und das ist unsere Forschungsstation hier. Sobald wir irgendwelche Produkte gefunden haben auf der Karte, können wir das hier erforschen. Ich würde mal sagen, ich starte hier gleich mal mit Katerium. Das oberste haben wir nämlich drin. Na. Katerium. Forschung starten. Geht 3 Sekunden. Sehr schön. Und immer schön auf OK drücken. Machen wir hier gleich. Moment, da brauchen wir noch 12 Katerium, dass wir die Bahn erforschen können. Dann haben wir hier Nährstoffe. Ich glaube, das haben wir alles auch. Habe ich einen Pilz? Ich habe tatsächlich kein Essen. Ist das echt? Nährstoffe. Aber das können wir erforschen. Brauche ich 5 Stück. Sehr schön. Perlnuss. Einmal das. Hier gibt es dann zum Ernährungsprozessor. Das heißt, aber wir müssen zuerst alle diese Dinge hier mal erforscht haben. Elektroschnecken. Habe ich, glaube ich, auch. Ja, guck, ich habe eine blaue. Die erforschen wir auch gleich. Da können wir die Energiefragmente herstellen, die wir dann benutzen können, um unsere Fabriken zu boosten. Aber das brauchen wir aktuell noch nicht. So, eine gelbe habe ich aber nicht. Hä? Gelb oder lila oder pink habe ich noch nicht. Das ist dann für den Scanner. Und hier Übertaktung, da brauchen wir ein Energiefragment. Geht aber, glaube ich, auch nach unten, also untertakten. Das wäre natürlich gar nicht so dumm, dass wir das vielleicht machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, denn wir haben ja hier diese Fabriken hier hinten. Genau. Der liefert nämlich 120. Unsere Bänder hier, die haben nur 60. Heißt, wir brauchen im Moment eigentlich zu viel Strom für das, was wir nutzen können. Na, lass mich doch durch. Heißt, ich nehme jetzt mal kurz Platten hier raus. Und müssen ganz kurz eine
Kann ich das jetzt bauen? Müsste ich eigentlich, oder? Genau. Bauen wir kurz ein Energiefragment aus den Schnecken. Jetzt habe ich zwei Stück. Und eine davon brauchen wir für die Forschung. Wo haben wir es denn hier? So, Forschung starten geht 3 Sekunden. Sehr schön. Übertaktung habe ich am Start. Na, geh weg. Das machen wir noch kurz mit dem Quarz. Ich glaube, Quarz müsste ich auch haben. Korrekt. Quarz. Forschung starten. Ach, das haben wir erforscht. Perfekt. Und genau dahin möchte ich zum Exoskelett. Oder Blade Runner, wie es auf Englisch heißt. Das heißt, dazu brauchen wir mal... das Krieg, das funktioniert schon. Schön. Wunderbar. Also das heißt, wir brauchen jetzt hier 50 von diesen Quarzsand und von den Frames, 10 Frames. So, aber mal gucken, habe ich denn noch was, das ich noch erforschen könnte? Das hätten wir noch. Die ganzen Alien-Geschichten hier. Da und da. Einmal hier. Ihr seht, die Forschung geht im Moment eben noch 3 Sekunden, also überschaubar. Das starte ich jetzt auch gleich mal. Habe ich das ebenfalls schon geforscht. Das hier auch. Und das hier oben ebenfalls. Juhu, es kommt Regen. Sehr schön. So, und dann können wir hier die DNA-Kapsel erforschen und die Biomasse. Biomasse haben wir noch eigentlich. Für das bräuchten wir diese 5, was sind es, Protein-Dinger. Genau diese. Würde ich sagen, mache ich einmal aus dem. Einmal aus dem, das ist egal von wo. Und noch eine von da. Gut. Nährstoffe, nein, wo ist es denn? Ein Organismus hier erforschen. Wunderbar. Und wir haben wieder neue Dinge, die wir erforscht haben. Hier in 6 Inventarplätze wäre natürlich schön, aber da brauchen wir 1000 Kabel. Proteininhalator zum Heilen. Strukturanalyse. Und hier die Armierpistole für Fernkampf. Na? Ein Handausrüstungsplatz, da brauchen wir aber Stahl, also da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Das wiederum wäre nice. Wie gesagt, mehr Platz im Inventar. Na, geh weg. Was haben wir hier? Also da kommen auch ganz schöne Dinge. Nährstoffe haben wir jetzt aktuell nichts. Aber auch da brauchen wir Stahl dazu. Hier noch Rotoren. Könnten wir machen. Aber ich glaube, wir haben einen Scanner auch. Haben wir den Scanner schon? Ich muss mal ganz kurz unsere... wo bist du? Ausrüstungswerkstatt bauen. Die kriegen wir hier nicht mehr ran. Ne? Nicht genügend Platz. Supi. Objektscanner könnten wir bauen. Mit dem können wir dann auf Suche gehen nach Schnecken oder Früchten oder sonst was. Also all das, was wir schon erforscht haben, könnten wir theoretisch machen. Ob wir den jetzt aktuell noch schon brauchen, ist die andere Frage. Aber ich gucke jetzt nochmals. Schwefel hätten wir auch. Das weiß ich. Das ist das hier. So. Auch das erforschen wir. Wunderbar. Und auch hier geht es zu einem Ausrüstungsplatz.
müssen wir aber zuerst über Schwarzpulver und ich glaube, Kohle habe ich nicht, hä? Nein. Gut, dann würde ich sagen, schmeißen wir den Rest hier mal komplett alles wieder zurück. Das ist alles normales Zeug. Passt. Also ich glaube, jetzt haben wir alles erforscht, was wir aktuell haben. Guck nochmal. Also wie gesagt, Draht. Könnten wir versuchen anzugehen. Die Produktion für das wäre eigentlich mehr oder weniger gegeben. Das könnten wir machen. Hätten wir bestimmt genug. Komm, wir machen es doch schnell. Was gemacht ist, ist gemacht. Ich brauche, was hieß es? Schrauben, hä? Also nicht vergessen, hier unten haben wir noch Eisen. So. Und dann haben, war das noch Schnecke. So, wunderbar. Ist das erforscht. Und hier brauchen wir die Rotoren. Das dauert noch. Und die gelbe Schnecke. Und die Betakten, genau. Das wollten wir jetzt noch ganz kurz angucken. Ich glaube hier. Und jetzt seht ihr, haben wir hier das Übertaktungsfeld hier. Das heißt, mit diesem Energiefragment, das ich vorher gebaut habe, kann ich das jetzt boosten. Also ich muss es reinlegen, dann nach oben. Oder ich sage einfach, ich möchte das nach unten takten. Und guckt auch mal auf den Strom hier oben. Ich brauche jetzt nur noch 2 Watt. Und er liefert mir jetzt nur noch genau das, was die Fördermenge vom Band macht. Die 60. Und auch hier kann ich hier einfach hier unten reindrücken. Oder auch bei den Prozenten, 50% zum Beispiel, sind auch 60. Und wir sparen jetzt ein bisschen Strom. Ich muss mal gucken, haben wir das da hinten auch? Da oben gucken wir dann auch nochmal, also wenn der auch ein 120 liefert, könnten wir das machen, ne? Was haben wir hier? Der liefert auch 120, also gehen wir runter auf 60. So, weil er wird uns genau das abgeben hier auf dem Förderband, was wir verarbeiten können, also warum denn mehr Strom aufbauen brauchen. Das heißt nämlich nur, wir müssten wieder früher ins Gebüsch, um dort ein bisschen Bäume und sonstiges fällen, und ich werde hier irgendwann noch runterfallen. Sehe ich jetzt schon. Und auch der liefert 120, also untertakte ich das Ganze jetzt auf 60. So, das heißt, wir haben wir brauchen jetzt nur noch 92, also das heißt, wir haben jetzt ein bisschen was eingespart, das wir dann für solche Gerätschaften wie hier nutzen können. Und eigentlich stört mich das Orange hier. Geht das eigentlich schon? Nein. Kann ich gar noch nicht. Schade. Schade. Naja. Wann kommt denn das? Pilzartige Vegetation. Pilzartige Vegetation. Was ist denn das? Nährstoffe, Ernährungsprozesse, Knoten nicht verfügbar. Okay, da ist die Schnecke drin. Und wie gesagt, hierzu bräuchten wir da die Frames, aber das dauert. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Was ist denn frei? Also Stufe 1 haben wir schon komplett. Stufe 2 haben wir jetzt die Teilmontage.
wo wir dann die Frames bekommen. Ich würde sagen, was gucken wir noch an? Wir haben hier Sprungflächen. Könnte interessant sein. Muss es aber nicht. Und hier Logistik, die Förderbänder 2. Und können wir das schon machen? Könnten wir theoretisch Stahlplatten, die Platten haben wir leider noch nicht. Haben wir hier Fabrikatoren und intelligente Beschichtung und hier das Ressourcen-Schredder-Programm. Aber das könnten wir machen. Das haben wir. So, das werden wir noch tun. Was brauchen wir dazu? Ich brauche... Ich glaube, Beton brauchen wir. Und was waren es? Eisenplatten, glaube ich, noch. Was noch gefehlt hat. So. Perfekt. Und dann haben wir hier Beton. Na? Der Draht, die Kabel. Ne, der Draht, Entschuldigung. Okay, ich habe nicht genug von dem. Ach, sehr schön. Wunderbar. Aber dann hole ich mir jetzt noch ein bisschen Draht. Muss gucken, dass ich hier das richtige Wort verwende. Hä? So, komm, ich nehme... Ja, wir lassen das mal drin. So, und noch das Kabel und dann können wir das Ressourcen-Shredder-Bonus-Programm mitnehmen. Zeige ich euch auch. Der fliegt wieder schön ab hier, der Kollege. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dann bauen wir doch den gleich mal. Der ist und das Special. Das sind die beiden Dinge hier. Dazu brauche ich Kabel und hier brauche ich auch Kabel und Kabel haben wir nicht. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Ja, ich mache das mal kurz händisch. Machen wir mal ganz kurz händisch die ganze Geschichte. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen für den Shop brauchen wir 10 und für den Shredder brauchen wir 30. Verstärkte Eisenplatten mache ich auch gleich noch welche. Dann haben wir das gleich schon mal. So die Basis. Denn im Moment müssen wir immer noch ein bisschen auf unser Material warten. So. Jetzt brauche ich noch Schrauben. Und Eisenplatten brauche ich auch noch. Ja, läuft! Da haben wir ein bisschen zu viel gemacht. Hä? Aber da machen wir jetzt mal exakt die Menge an Kabeln, die wir brauchen hier. Vielleicht 10 mehr oder so. Kann ja nie schaden. So, also dann brauche ich jetzt noch die Platten. Die haben wir hier hinten. Die sind ja in Produktion. So. Und dann haben wir hier vorne unsere Schrauben. So, aufgefüllt. Perfekt. Also, das heißt, wir machen mal kurz den Shredder. Das ist ein riesen Hoji. Den setze ich jetzt hier mal so ran. Ich hoffe, das sieht gut aus. Ja, perfekt. Den nehmen wir ganz kurz weg hier. Und dann brauchen wir so einen Container. Weil den können wir, wenn ich jetzt hier mal raufgehe, den kann ich hier nicht bedienen. Aber das Material, das ich überflüssig habe, hier drin, zum Beispiel das und das, könnte ich jetzt hier reingeben und das wird jetzt hier drin geschreddert, sofern er den Strom hätte.
So. Na? So, also das heißt, der schreddert nun. Ihr seht hier, er braucht nun diese Punkte, dass es den Coupons gibt und den Shop machen wir gleich daneben, dass irgendwie geht. Sehr schön. Und da würde ich sagen, mache ich doch gleich noch eine kleine Kiste hin. Wo haben wir sie denn? Unter Organisation, da genau. Die Kiste stelle ich jetzt gleich hierher. So, haben wir alles beieinander. Und das habt ihr vorher schon gesehen. Wir haben da diese, wie heißen sie, diese LNDNA-Kapseln, die machen wir aus diesem Protein. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal alles Tierische. Haben wir überhaupt noch? Ja, wir haben noch was. Sonst nix. Und aus denen, die kann ich jetzt mal zu Protein umbauen. Also ihr seht schon, ich habe schon ein paar Keile gelegt hier. So, und dann schmeißen wir die noch rein. Jetzt gibt es diese DNA-Kapseln. Und die können wir auch schreddern. Ich glaube, für sonst was gibt es. Ich wüsste kein Rezept, wo wir aktuell brauchen. Aber kommt vielleicht noch. So. Und ich schmeiße jetzt die Kapseln hier mal rein. Und ihr seht, ich habe es jetzt hier unten reingelegt. Das heißt, alles, was hier unten ist, wird zuerst genommen und geht dann so langsam hoch. Ja? Und das Schöne ist bei diesen DNA-Kapseln, das gibt ordentlich Punkte. Aber es braucht auch immer mehr. Also jetzt sind es 2000, jetzt sind es sogar 3000. Jetzt sind es sogar 4000. Und jetzt sind sie durch. Das heißt, wir haben jetzt 9 von diesen Coupons. Drucke ich jetzt mal aus. Na? Ja, genau. So, und was machen wir mit diesen Coupons? Wir können shoppen. Also, dann haben wir hier unter Organisation zum Beispiel solche Schilder. Aber die müssen wir natürlich alles noch ein bisschen freischalten. Das seht ihr hier. Alles noch geblockt, alles grau. Also, diese Kisten hier unten. Dann habe ich hier Management. Also Strom, Wandhalterung, Boden, Durchläufe und eben auch Stromwandhalterung, das ist ganz etwas sehr Schönes. Fundamente, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Frage ist, ob ich das schon bekomme. Doppelrampen, auch schön. Hier noch Wände, Fenster, Türen, Wände für Förderbänder, das ist auch sehr praktisch für die Fabrikhallen dann später. Architektur. Da haben wir diverse Verschönerungseinheiten. Kommt später dann auch noch. Da haben wir Customization oder Customizer. Und da ist es das Betonfundament. Ich glaube, das ist es nämlich. Da brauchen wir nämlich nur noch Beton und keine Eisenplatten. Das kommt sowieso sicher mal in den Warenkorb. Den Rest brauchen wir noch nicht, aber wir haben auch Betonwände. Auch das nehme ich gleich mit. Das sind noch irgendwelche Goodies. Fabrikwagen, auch ganz lustig. Und eine Tasse. Hole ich mir jetzt noch nicht, weil ich habe im Moment einfach zu wenig Platz in den Händen. Und hier kann man noch Material kaufen. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 6 Punkte ausgegeben. Wir hätten noch 3 Punkte. Na, geht das Ding wieder weg? Was bräuchten wir denn von hier drin? Fundamente, das könnten wir vielleicht noch nehmen. Für schöneres Bauen. Fabrikleiter wäre natürlich auch nice. Was kostet die Fabrikleiter? Kostet auch 3.
Ja, ich glaube, wir warten jetzt mal noch. Ich nehme jetzt noch dieses die Double Ramp. Den Warenkorb, so. Dann haben wir unsere neuen Coupons hier verbraucht. Und können nun damit hier bauen. Das heißt, aber ich kann das Ganze hier jetzt auch auf Beton umswitchen und habe dann eine Betonwand. Zum Beispiel das sieht denn so aus. Zum Beispiel, ja. Könnte ich denn hier rüber bauen, so dass das Ganze dann so ein bisschen sicherer wird für mich. Ich habe auf Alt habe ich das Ganze umgelegt. Also das ist jetzt die Dreier. Also die mit Stahl oder Eisenplatten. Und das Ganze kann ich mir natürlich jetzt auch nochmal anlegen auf dem Dreier zum Beispiel hier. Auch hier switche ich jetzt ganz auf Beton um. Dann habe ich hier 1, 2, 3 und hier die verschiedenen Rampen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann haben wir hier 3 zum Beispiel. Ja, wir müssen noch ein Stückchen hoch. Hein? Würde ich jetzt behaupten. Dann nehmen wir das mal kurz weg. So. Ups. So, weg damit. Das nehmen wir auch noch weg. Und das bauen wir jetzt mal noch eins zurück. So. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Richtig schick. Gut, ich glaube ja, wir haben es für heute mal durch. Wir haben das Shredder-Bonus-Programm gestartet. Da oben ist noch eine Schnecke, sehe ich gerade eben. Ich guck noch mal hier rein. Das nächste, was wir machen, ist die Logistik auf Mark 2. Würde ich behaupten. Auch wenn Fabrikatoren was lässiges ist. Aber hier habe ich dann mehr Speed auf den Förderbändern, können dann auch die 120er Miner nutzen. Das meiste hätten wir, aber hier auch wieder die Doppel der verstärkten Eisenplatten. So, ja, unser Camp hier wächst und gedeiht. Und hier nehmen wir das Ganze mal raus. Habe ich nämlich noch nicht verbunden, dann laufen die nämlich mal weiter. So, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war nicht zu chaotisch. Aber vermutlich schon. Aber das ist kein Problem. Hauptsache, wir haben Spaß. Und ihr auch natürlich. Und ja, unsere kleine Fabrik wächst hier. Wie gesagt, es wird auch alles schön, es wird auch alles organisiert. Im Moment muss nur irgendwie laufen eigentlich. Ja? So, haben wir das auch noch kurz gebastelt. Na? Okay, das haben wir mal nicht schön gemacht. So, ich lenke mich schon wieder ab, ja? So. Dann läuft das mal, aber wie gesagt, schöner wird's noch und ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier unser Chaos hier beseitigen. Aber im Moment läuft's, es wird produziert und das ist das Wichtigste, dass die Förderbänder voll sind. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, tschüss, bye bye.